Ja. Ich hätte es einfach gemeint. Wenn du es versuchst, dass die Seifenblasen genau hier vorbeifliegen, das ist echt cool, denke ich so. Wenn wir voll in dem Seifenblasen-Stream drin sind. Kommt er für den Zuschauer, kommt es super gut. Für uns auch. Aber es ist nicht so schlimm wie Regen, oder? Jetzt brauchen wir nur noch die Sängerin. Wo ist die Sängerin? Ah, hier ist die Sängerin. Du bist die Sängerin. Also, wann geht's los? Ja, ich werde dir jetzt dann die Moderation übergeben, weil du bist jetzt dann. Wir haben hier den offiziellen Livestream bei uns. Den werden sicher viele Menschen, die in der Kette stehen, sehen und verfolgen. Das heißt, du kannst von hier aus die Teilnehmer, die uns im Livestream sehen, begleiten, ihnen helfen, hineinzufinden. Nachdem wir noch 10 Minuten haben, ganz kurz darf ich euch noch einen Mann vorstellen, der hier auch ganz wichtig für die Kette ist. Hier haben wir Oberleutnant der Reserve Ulrich Zenker aus Wien. Genau. Hallo. Ich habe ihn vorhin schon interviewt. Ja, wir haben schon miteinander geplaudert. Ja. Ich finde das gerade ein sehr schönes Bild, das wir hier haben. Einerseits Polizei, andererseits Militär, vereint in Frieden für die Bevölkerung, für Europa. Uli hat ganz viel beigetragen dazu, dass das hier heute zustande kommen konnte. Super, Gratulation. Danke. Sehr gut, Mann. Und dann eben Vivica als Vertreterin der Kunst, als Vertreterin der Musik. Einen besseren Ort als hier in Meersburg mit diesem wunderschönen Panorama hätten wir gar nicht finden können für diesen Augenblick. Ich freue mich sehr darauf, wenn es losgeht. Und jetzt schauen wir mal, wo wir Vivica haben, damit sie uns einstimmen kann auf das Verbinden unserer Friedenskette. Vivica, wo bist du? Da steht sie. Dürfen wir dir die nächsten Minuten übergeben? Gestaltest du für uns den Countdown, bis wir beginnen, die Kette zu verbinden? Ja. Bitte sehr. Nach da. Ja, hallo, schön, dass ihr heute alle da seid an diesem wunderschönen Tag. Und er hat mit viel Regen begonnen. Und als ich heute im Auto saß, sagte ich, um 15 Uhr haben wir Sonnenschein. Und es ist so. Es ist für uns alle wunderbar. Wir haben jetzt hier noch Seifenblasen, also schöner kann es gar nicht sein. Und ich glaube, ich habe jetzt selber keine Uhr, ich glaube, in 10 Minuten ist es soweit, dass wir gemeinsam singen. Und ich fände es schön, wenn ihr jetzt schon anfangt, euch einzustimmen, euch vielleicht auch bewusst zu machen, was heißt das. Wir kommen hier zusammen für den Frieden, in einer Zeit, in der sehr viel Angst geschürt wird. Und ich möchte euch daran erinnern, dass jeder Mensch da draußen kostbar ist und dass das, auf was ihr eure Aufmerksamkeit legt, in die Welt kommt. Ihr seid mächtige Wesen, ihr seid Schöpfer. Und wenn ihr Angst habt, wenn ihr in Panik verfallt, wenn ihr mit den ganzen schlechten Nachrichten da draußen schwer klarkommt, dann bitte ich euch, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr ganz, ganz schnell wieder zu euch kommt. Das ist einmal das Thema Singen. Wenn ihr singt, könnt ihr keine Angst haben. Wenn ihr singt, dann könnt ihr nicht nachdenken. Ihr seid sofort mit euch und mit dem Herzen verbunden. Und heute, wenn wir das Friedensmantra zusammen singen, für den Frieden hier zusammen singen, bitte ich euch, euch wirklich kurz einen Moment in euch zu gehen und euch vorzustellen, was bedeutet das für euch, Frieden? Wie kann eine Welt aussehen in Frieden? Dass ihr euren Fokus mal ganz bewusst jetzt hier mit all diesen Menschen gemeinsam darauf legt, wie sieht diese friedvolle Erde aus? Wie gehen die Menschen miteinander um? Wie gehen die Menschen mit der Natur um, mit den Tieren? Wenn wir gleich singen, ist es nicht nur, dass wir singen, sondern ich bitte euch auch, euch während des Singens
mit dieser Vision zu verbinden. Mit einer Version des Lebens in Frieden heraus. Liebe Teilnehmer an der Friedenskette, es ist 7 Minuten vor 15 Uhr. Jetzt kommt noch eine Ansage. Alexander genau. Ehrlich und Stefan Bauer vom Livestream sind hier auf der Mole. Und wir machen hier symbolisch eine Beginn der Kette. Und es wird hier das Mantra gesungen. Und anschließend reihen wir uns auch in die Kette am Ufer ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch an euren Platz in der Uferpromenade oder am Ufer begebt. Und wir kommen auch gleich nach. Danke. Ich brauche es noch nicht. Ja, wir haben jetzt kurz hier die Einladung bekommen für alle Menschen, die hier jetzt vor Ort sind, sich gleich auch in die Friedenskette mit einzureihen. Ich knüpfe jetzt nochmal an. Bleibt bei euch, geht mal in euer Herz, schließt die Augen, kommt an im Moment und stellt euch vor, wie sieht es aus, was wünscht ihr euch in Zukunft für diese Welt, für unsere Kinder? Spielen, lachen, frei sein, frei sagen dürfen, was wir denken, was wir fühlen. Wir sind hier mittendrin eigentlich. Die Seifenblasen symbolisieren das Ganze. Und ich mag mit euch vielleicht einfach schon mal vorgehen. Ihr könnt hier den Bodensee sehen, wie er sich in der Sonne spiegelt. Vielleicht schon mal ja, ein bisschen einstimmen. Das Wasser. Das Wasser ist ein Trägerelement. Wenn wir mit dem Wasser singen und für das Wasser singen, ist es nachgewiesen, es gab den Dr. Emoto. Könnt ihr nachgoogeln, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Der hat Tests mit Wasser gemacht. Das heißt, wenn wir schöne Dinge zu Wasser sagen, verändert sich der Kristall des Wassers. Und er wird wunderschön. Und wenn wir negative Dinge denken, nur denken in Anwesenheit des Wassers, so greift das Wasser das auf und die Wasserkristalle verändern sich und die Struktur zerfällt. Jetzt seid euch mal bewusst, ihr seid selber 80-70% Wasser, was eure Gedanken, eure Gefühle allein mit eurem Körper verursachen. Und ich finde es so wundervoll, dass wir heute hier zusammengekommen sind, über oder am Wasser und über das Wasser uns einander zusingen. Ja? Um den ganzen Bodensee sind jetzt Menschen verteilt und nicht nur der Mensch links und rechts von euch oder die ihr jetzt sehen könnt, sind mit euch verbunden. Nein, ihr seid mit allen Menschen hier verbunden und das Wasser spielt euch einander die Schwingung zu und diese Liebe zu und den Frieden zu und das Ganze darf von hier aus dann in die Welt gehen. Ich begebe mich jetzt in die Stille und stimme mich ein. Und dann werden wir beginnen mit einem Ton, der aus eurem Herzen kommt. Wir können uns einschwingen auf das Om, da können wir uns drauf einigen. Und ihr dürft aber auch einfach ein A singen oder ein O. Und wie es aus euch herauskommt. Und dann werden wir gemeinsam in das Friedensmantra einsteigen. Vielen Dank.